Willkommen zurück in unserem weihnachtlichen Knast. So, schönen guten Morgen, Rudolf. Wir haben den nächsten Schlüssel. Immerhin schon mal ein bisschen was. Das freut mich. Bald haben wir das wieder, was wir vorher hatten. Zumindest so einigermaßen wieder da. Das finde ich schon mal ziemlich gut. So, das brauchen wir erstmal nicht. Jetzt finden wir keinen Schraubendreher mehr, sehr wahrscheinlich. So sieht's aus, ne? Aber egal. Wir brauchen dann auf jeden Fall erstmal wieder Intelligenz. Leider, leider. Dass wir die Schlüssel überhaupt machen können. Was auch ein bisschen blöd ist, aber egal. Wir müssen irgendwie da jetzt durch und so ist es jetzt halt. So. Rein da, erstmal frühstücken, Klamotten wegbringen, arbeiten. Kriegen wir hin, ne, Mike? So sieht das aus. Der Kochen muss weg. Den haben wir schon. Wer ist der andere hier nochmal? Samuel, genau. Wer ist das? Keine Ahnung, die sind so schnell. Wer ist das denn hier? Markus. Den haben wir noch nie irgendwie gesehen sonst, ne? So. Dann erstmal arbeiten. Haben sie uns wieder abgerissen, die Säcke. So, ich frage mich höchstens irgendwie, wo wir diesen lila Schlüssel dann für brauchen können. Keine Ahnung. Wir legen es jetzt erstmal hier dazu. Ach so, wir brauchen Kit. Kit, Kit, Kit. Na? So, klatschen wir das hier erstmal hin. So, fertig. Dann mach mal bitte. Dicht. So, zack, 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 zack. Kommen sie im Pack reingerannt. Aber das ist uns egal, weil wir machen hier ja nichts. Außer Spielzeug. So. Dann noch einmal. So. Fertig, fertig, fertig. Und bitte. Immer das Gleiche, Mann. Können wir nicht mal irgendwas anderes machen hier? Anderes Spielzeug wird doch langweilig. Die Kinder haben da auch keinen Bock drauf, auf nur immer dasselbe Zeugs. Hier. Soll man mit so einem blöden Joystick aus Holz? Kann man ja nichts mitmachen. Aber egal. Die Beschwerden bekommt dann der Weihnachtsmann dann nach Weihnachten. Soll uns egal sein. Hier. Fertig. Haben wir geschafft. So, dann können wir mal wieder gucken, ob wir noch was Hübsches hier irgendwie finden. Kohle haben wir jetzt erstmal soweit gut wieder, dass wir uns vielleicht irgendwann jetzt einen Schraubendreher mal leisten können. Wäre ja auch mal nicht schlecht. Na, was haben wir hier noch im Feuerzeug? Brauchen wir aber eigentlich jetzt nicht. Zahnpasta. So. Was haben wir hier noch? Wir nehmen mal eine Tinte mit. Ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht uns auch so eine Elfenuniform färben können. Das wäre ja mal so eine Frage. Jetzt haben sie uns alles wieder abgerissen hier. Der hier hat gebuddelt. Buddel, buddel. So. Rudolf. Hier haben wir nichts Interessantes. Na du? Mittagsappell. Komm, wir gehen hier hoch. Geht schneller. Zack, zack. Gucken wir mal, ob sie jetzt irgendwas Schönes im Angebot haben. Was hast du denn hier? Talkumpuder. Nehmen wir mit, weil wir brauchen noch Kit. So, sonst noch jemand was?
sind denn die anderen? Ach, da kommt er angelaufen. So, aber nichts dabei, nichts zum Verkaufen. Na toll. So, dann mal ab durch die Mitte. Hier. Wir gehen mal hier nochmal gucken. Nehmen vielleicht dann auch nochmal Dings mit hier. Was hat er denn hier noch? Brauchen wir erstmal nichts von. Bildchen haben wir jetzt jede Menge. So, danke. Hier, wir probieren das einfach mal aus. Nehmen wir das Bettlaken wieder mit. So, was hast du hier? Talkum, das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und dann machen wir schon mal einmal fertig. Na? So, nehmen wir nochmal Zahnpasta mit. Immerhin. So, bitte. Und das. So, dann sind wir wieder voll. Ja. Komm, wir packen erstmal das dahin. Wir brauchen... wir legen erstmal die Tinte, legen wir mal hier rein. Das ist ja genau, das ist ja nicht hier... wie heißt es? Also illegales Zeugs ist das nicht. Das ist illegal, also das sollten wir bei uns behalten. So, wir holen uns nochmal zwei Bettlaken dazu, runter da. Der buddelt. Unser Nachbar buddelt, der soll uns mal dann den Weg mit nach draußen buddeln, wenn er schon buddelt. Hier brauchen wir erstmal nicht. Aber nochmal ein Bett, Dings. Freizeit haben wir noch im Moment. Hier, ja. Wir gehen jetzt essen, Sport, tralala. Feuerzeug, ja komm. Dann gehen wir jetzt Abendessen, Sport, duschen. Hat jetzt hier jemand was Schönes im Angebot? Was hast du da? Na komm, gib's dir erstmal einen auf die Mütze. Was hat er denn? Machen wir jetzt aber nicht. Wir sind hier ja gar nicht beobachtet, ne? Nein. So, ich würde gerne das Klebeband haben, aber nicht so. Ja, ist egal. Was hast du denn sonst im Angebot? Das ist eine Wärteruniform. Talkumpuder nehmen wir nochmal mit. Das ist aber nicht diese Elfenuniform, ne? Offizier. Wenn wir uns eine normale Elfenuniform färben. Komm, ich möchte da drauf. Ich will da nicht auf dieses andere Ding da. Keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr wahrscheinlich nicht funktioniert, weil die haben ja auch diese Mütze. Das wird sehr wahrscheinlich nicht gehen. So. Gleich ist Schluss. Ich frage mich sonst, wo wir nur hier überhaupt so einen lila Schlüssel haben. Ich habe noch gar kein lila Schloss gesehen. Ne, das ist ja nicht lila, oder? Gute Frage, ne? So, dann bringen wir gleich die Bettlaken weg. Holen dann noch die Uniform. Und unseren Bettdummy. Und dann gehen wir nochmal heute Nacht los. Abendfreizeit jetzt.
Da haben sie uns mal wieder abgerissen, wie immer. Hier packen. Nee. Da motzt da. Und ich sag doch. Hier. Talkumpuder. Ich dachte schon, der haut uns jetzt, aber macht er nicht. So, nehmen wir hier nochmal. Aber ich glaube, da ist jetzt nichts Neues, ne? Nee. Brauchen wir, glaube ich, nicht gucken. Und tun wir trotzdem. So, nee, da ist auch nichts mehr neu dazugekommen. Ist egal, so. Grün ist seine Lieblingsfarbe, das wissen wir. Hier. Dann haben wir das schon mal wieder dicht. Wehe, das wird wieder abgerissen. Dann ist aber was los. Ich habe noch nirgendwo einen lila Schlüssel gesehen, ehrlich gesagt. Also ein lila Schloss. So, Knallbonbon. Nehmen wir das hier. Wärteruniform, Puppe, ab, runter. Hier, bitte. Oh. Wie immer. Und er sieht es nicht. Ne, das ist doch nicht lila Schlüssel. Das auch nicht. Das hier auch nicht. Oder? Eingang. Oder ist das hier irgendwo dann ein Eingang? Aber das kann man ja wieder nicht sehen, ohne dass man da jetzt reinrennen muss. Hier ist ein rotes Schloss. Hier ist überhaupt kein Schloss. Na? Gute Frage. Weil irgendwofür muss er ja gut sein, aber wo? Das ist doch kein Lila. Das hier könnte es sein. Nee, aber auch nicht, oder? Da oben auch nicht. Keine Ahnung. Komm, wir suchen nicht weiter nach. Wir stellen uns jetzt hier hin und versuchen den nächsten Schlüssel jetzt irgendwie heute Nacht zu bekommen. Mal gucken. Maul halten. Jawohl. Folgende Abschaum bekommt seine Zellen gefilzt. Keiner steht da, aber er labert schon los. Ja, mach mal. Rodney, was hast du denn? Das nehmen wir mit, das können wir nämlich lesen. Overall, jedes Outfit Bleichmittel. Und dann? Keine Ahnung, und dann? Was bringt uns das dann? Können wir ja mal ausprobieren. Keine Ahnung, was uns das dann bringt. Gucken wir einfach mal. Testen wir aus. So. Ja, jetzt reißen sie uns nur wieder die Dings da von der Wand, ne? Bisschen blöd. Komm, wir nehmen schon mal eins hier ab. Da. Und jetzt kommt er. Den reißt er uns weg. War klar. Wir packen den da wieder hin. Nehmen uns das. Machen das da hin. Ich glaube, wir haben noch, ja. Machen wir da hin. Jetzt kommt er wieder. Hat ihm aber jetzt nicht so gestört. Na komm, dann ist gut. Nee. So, mach nicht so, sondern wir wollen hier Bettpuppe da rein. Nee, ach, hier. Ausziehen, anziehen. So, jetzt stellen wir uns hier hin. Raus und bam. So, dann gucken wir jetzt erstmal. Knallbonbon haben wir dabei. Wer hier rumgelaufen ist, wer das war. Na, Rudolf? Wer kommt da? Jaden? Ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon hatten. Ja, den hatten wir schon. Shitte. Jetzt sehen sie uns gleich. Nein, ich weiß nicht, wie gut das ist, wenn die da jemanden sehen, weißt du, der da liegt. Wir nehmen mal schnell weg, das war blöd. Aber egal, wir haben sonst nichts verloren. Machen wir so, schnell umziehen, raus aus der Klamotte, rein in die Klamotte. Nichts passiert. So.
Das war doof, aber es hat uns erstens nur ein Dings gekostet, ein Knallbonbon, mehr nicht. Also nichts Schlimmes passiert, aber wir müssen mal gucken, den haben wir jetzt halt eben dann schon umgehauen. Müssen wir uns den nächsten suchen, aber Leute, das Ganze in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann. Tschüss.